Hey Leute, willkommen zu einem neuen Video. Heute mal mit der, hier seht ihr schon, Wildstar Closed Beta, Free-to-Play Closed Beta, sorry. Ja, das ist, wie schon gesagt, die Closed Beta von Wildstar Free-to-Play. Ich denke, die meisten, oder nicht die meisten, aber ein paar werden Wildstar kennen als MMO der besonderen Art. Es kommt halt aus der Zukunft im Prinzip, also es spielt in der Zukunft. Und ist besonders. Es hat halt auch ein Abo bis vor kurzem gehabt. Und alles halt wunderbar. Wer spielen mag, ich finde das zum Beispiel ganz nice. Und habe es auch gespielt, Also ich habe halt immer nur die Testversion, wo ich halt ein paar Testversionscodes hatte. Habe ich das halt immer nur gespielt. Also habe dann halt, sagen wir, für 10 Tage ein Abo kostenlos bekommen. Und einmal für 7, ja, halt so Gutscheinkarten. Da habe ich das immer gespielt an den Zeiten, wo ich halt so gewisse Codes bekommen habe. Und ich fand's ganz nice. Und jetzt wurde halt Wildstar für Free-to-Play angekündigt. Und ich habe mich halt schon vor ein paar Monaten da angemeldet und wurde jetzt endlich angenommen. Vor ein paar Tagen wurden auch gewisse andere Tester, private Tester sozusagen, kontaktiert. Also ich war einer der Glücklichen. Es kann sein, dass schon viele angeschrieben wurden. Es kann auch sein, dass erst wenige angeschrieben wurden. Auf jeden Fall war ich einer der Glücklichen, der einen Code bekommen hat. Und kann jetzt mit euch die Free-to-Play-Beta testen. Natürlich kann ich Wildstar jetzt kostenlos spielen. Es ist auch gut möglich, dass die Accounts später resettet werden. Das heißt, im Prinzip bringt es mir wenig, aber es macht halt Spaß. Es geht ja auch um den Spaß. Es kann auch sogar sein, dass die Accounts nicht resettet werden. Und dann habe ich einfach mal Glück gehabt. Ja, ihr seht, das Spiel ist auch noch halb in Englisch, weil es halt die Beta ist. Es gibt auch viel mehr Neues als gedacht. Sonst hätten die wahrscheinlich auch keine Beta-Version gemacht, sondern einfach auf Free-to-Play umgestiegen und das war's dann. Ja. Und zwar erstmal am Menü. Das sieht hier schon anders aus, der Charakterauswahlmenü. Das Charakterauswahlmenü, falls ihr es kennt. Und ja, wir erstellen einfach mal einen neuen Charakter. Jetzt werden wir direkt gefragt. Es könnte jetzt wie gesagt sein, dass ich ein paar Sachen anspreche, die vorher schon da waren. Dann sorry dafür. Auf jeden Fall werden wir jetzt erstmal hier gefragt, ob wir Anfänger sind. Dann bekommen wir jetzt erstmal die Steuerung und Bewegung und alles Mögliche zu MMOs erklärt. Und wenn wir dann halt neu bei Wildstar sind, also halt schon MMOs kennen, aber Wildstar halt noch nicht, dann bekommen wir ja das Kampfsystem und die Hintergrundgeschichte nochmal erklärt. Und wenn wir ganz erfahren, der Oberpro in Wildstar sind, können wir einfach direkt alles skippen. Das werde ich jetzt auch machen, auch wenn ich jetzt nicht der beste Wildstar bin. Ich denke, ich werde das meiste schon wissen und deswegen muss ich auch nicht mehr großartig Tutorials haben. Ja, dann können wir jetzt hier als allererstes erstmal in einem schön neu designten Menü die das Geschlecht hier auswählen. Das erscheint dann auch verschieden. Dann können wir jetzt hier auswählen, ob wir die Dominions sein wollen. Okay, im Prinzip können wir es nicht auswählen, sondern uns nur Informationen darüber holen, weil im Prinzip müssen wir es hier auswählen. Ja, hier können wir uns Informationen holen, was Verband und was Dominion sind. Ja, ich würde einfach mal so ganz spontan sagen, dass die Verbanden hier die Guten sind und die Dominion die Bösen, weil es halt so auf Rot und Blau, aber ich habe die Geschichte selbst nicht, damit habe ich mich nicht so extrem gut beschäftigt. Ja, aber darum soll es eigentlich auch gar nicht so gehen. Und ich werde jetzt einfach mal für dieses Let's Play, vielleicht auch nur Let's Test, ich werde mir mal überlegen, wie weit das enden wird, werde ich mir jetzt einfach mal diese Rasse auswählen. Oder die. Naja, die. Komm, ich wähle mir jetzt einfach mal die aus. Okay, dann war weiter. Jetzt können wir auswählen, ob wir Tech-Pionier sein wollen. Das ist eine andere Klasse, die gibt es in so gut wie keinem MMO. Die habe ich auch auf meinem privaten Account, den ich halt manchmal nicht spiele. Also den ich halt nur spiele, wenn ich Abo bekomme. Sagen wir es mal so. Habe ich den halt auch. Also ist halt mein Main-Char dort. Ja, ist halt so eine Klasse mit Waffe. Die kann halt hier so gewisse Bots rufen, die einem helfen. Das ist eigentlich im Prinzip auch sozusagen das Hauptmerkmal, sag ich es einfach mal. Natürlich gibt es auch, wenn man auf das was anderes skillt, mehr, aber die Bots sind im Prinzip auch so ein wichtiges Hilfsmittel des Tech-Pioniers. Die haben gewisse Fähigkeiten und das macht wirklich Spaß, damit zu spielen. Hört sich jetzt besser an, als es ist. Ne, ich meine, hört sich schlechter an, als es ist. Ja, dann S-Fair. Das ist so eine Art Mage, sag ich es einfach mal. Ja, es ist eigentlich ein Mage, es ist ein Mage, Leute. Ja, also, ihr seht schon hier in diesem kurzen Film, es ist einfach ein Mage. Ein etwas anderer Mage, sonst würde er einfach nur Mage heißen oder Magier.
Es ist ein etwas anderer Mage, finde ich auch ganz nice. Sanitäter ist einfach ein Heal, der halt Schusswaffen hat. Es gibt ja auch keinen normalen Heal, einfach nur ein Heal, der mit Schusswaffen heilt und gewisse Schussfähigkeiten hat. Dann der Arkanschütze. Ja, der hat halt im Prinzip Schussfähigkeiten. Ist halt im Prinzip so ein schnellerer Gefährte als der Tech-Pionier. Er hat zwar auch Waffen, aber er feuert die ganze schneller ab als der Tech-Pionier mit seiner schweren Waffe. Ja, und hat dann dafür keinen Bots als Sachen. Ja, dann gibt es hier noch den Meuchler, den können wir jetzt hier nicht, mit dieser Rasse können wir den nicht auswählen. Das ist so wie ein Assassiner. Ich kann euch ja jetzt mal ganz kurz hier das Ding zeigen. Ist so wie ein Assassiner. Finde ich ganz nice. Ist aber auch etwas anders. Die Klassen sind alle komplett anders. Oder zumindest ein bisschen anders. Ihr seht, hier gibt es noch einen Krieger zu guter Letzt. Das ist halt das Klassische. Das ist jetzt nicht viel anders, kann man sagen. Aber die restlichen Klassen sind schon ziemlich anders, kann man sagen. Und ich glaube, wir werden für das Let's Play jetzt einfach mal den S-Fair auswählen, also den Mage. Den hatte ich noch nie in Wildstar, noch nie im gesamten Wildstar. Und ja, S-Fair nutzen die Macht ihres Geistes, um Gegner in die Knie zu zwingen und ihre Freundin verbündet auf dem Schlachtfeld zu heilen. Hier können wir nochmal die Ausrüstung für Mittel, Low und High sehen. Das sieht natürlich mega nice aus. Ja. Wir werden natürlich da bis dahin nicht kommen, weil höchstwahrscheinlich werden die ja kaum zurückgesetzt. Mit etwas Glück aber auch nicht. Ja, wir gehen mal weiter. Jetzt können wir hier auswählen. Kundschafter. Nexus in Paris für Kundschafter. Ja, hat man halt gewisse Fähigkeiten. Ich werde auf jeden Fall jetzt mal gucken. Ich werde, glaube ich, mal den Wissenschaftler nehmen und dann weiter. Hat man halt gewisse Fähigkeiten mit. Kenne ich jetzt aber auch nicht so super aus. Ja, Gesicht. Jetzt kommen wir halt zu den typischen Sachen. Ist halt alles in einem etwas neueren Design. Das kennt man nicht aus Wildstar unbedingt. Weil es halt neu ist. Es soll ja auch komplett riesiges Update werden. Deswegen, es gibt mega viel Funktionen. Sonst würde es ja nicht die Beta-Version geben. Sonst könnte man ja einfach sagen, es kommt bald ein Update und gut ist. Sonst würde es ja gar keine Beta-Version geben. Ja, also man kann schon fast sagen, es ist ein neues Spiel, was natürlich nicht ist. Was natürlich noch vieles gleich ist oder das meiste gleich ist. Ja, Gesicht anpassen machen wir jetzt nichts. Ja, komm, machen wir es einfach mal so. Und gucken dann mal, wie wir das Ganze machen. So ist doch ganz lustig. Muss jetzt nicht so mega pro-like sein. So, komm. Der ist doch ganz lustig. Das ist richtig lustig. Oh Mann. Irgendwie sieht der wirklich nice aus. Komm, diese Statur passt schon. Naja, blau sieht ein bisschen künstlich aus, ne? Schwarz. Ah, das sieht so aus, als wenn er irgendwie gerade von irgendwie so ein Werkstattmann. Also ich finde, das hat was. So lasse ich ihn auch, Leute. Ich finde, das hat was irgendwie. Also ich weiß nicht, wie ich es erklären soll, aber ich finde einfach, das hat was. Nee, ich werde ihn anders nennen, Leute. Erstmal meinen ganz normalen Namen. Ich denke, den werden die meisten kennen. Ich heiße natürlich Tobias, aber Spitzname natürlich Tobi. Und als Nachname Freeze. Tobi Freeze. Oh, ich hätte fast mein Glas umgeschmissen, Alter. Oh Mann. Ja, also im Prinzip so finde ich das ganz nice. Man muss immer einen Vor- und Nachnamen wählen. Das ist etwas anders in den MMOs. War aber auch schon vor der Beta da, also vor diesem Update. Und dann würde ich dann einfach mal sagen, Spiel betreten. Den Film werden wir jetzt skippen. Und da werdet ihr gleich sehen, was noch neu ist, wenn ich mit Wildstar auskenne. Erstmal glaube ich sogar, dass der Planet neu ist oder die Startwelt. Energieschild erkannt. Ja, das ist auf jeden Fall der Film am Anfang. Da will ich jetzt nicht weiter drauf eingehen. Den habe ich jetzt einfach mal geskippt. Und ich glaube, das hier. Nee, das ist. Ich weiß nicht, ob es ein anderer Startort ist. Vielleicht ist es sogar ein anderer Startort. Von dem. Es kann gut sein. Und so startet man hier komischerweise auf Level 3. Man ist gar nicht mehr auf Level 1 und so. Hat instant seine Waffen. Normalerweise war es beim Wildstar so, dass man 3 Quests oder 4 Quests erledigen muss, bevor man halt dann Attacken bekommt und halt kämpfen kann. Finde ich jetzt nicht weiter schlimm, war eine Sache von 5 bis 10 Minuten. Hier startet man aber instant auf Level 3, hat also instant schon ein paar Attacken und hat halt instant seine Waffen, kann instant kämpfen, kann jetzt einfach wegrennen. Also im Prinzip wird man halt so ins Spiel reingeworfen. Aber ich glaube, das ist halt so, weil ich als Experte ausgewählt habe. Wenn ich jetzt Neuling ausgewählt hätte, wäre ich wahrscheinlich doch auf Level 1 gestartet. Wahrscheinlich ist das jetzt so ein Ding, wenn du Wildstar schon kennst, einen neuen Charakter schnellstmöglich erstellen willst,
machst das, kannst direkt auf Level 3 anfangen, wirst direkt ins Spiel eingeworfen. Hast nur den Film, den du auch skippen kannst. Ja, wahrscheinlich ist es nur deswegen so. Und ja, wir legen jetzt mal die Quest. Wir müssen jetzt hier mit dem Typen erstmal reden. Und ihr seht, vieles ist noch in Englisch. Zum Beispiel die Quest-Texte sind teilweise noch in Englisch. Ihr seht da hinten, was jetzt in Deutsch. Da vorne, was jetzt in Englisch, ist halt noch ein bisschen Beta-like halt. Wer kennt's nicht? Beta-like. Typisch Beta-like. Nehmen wir einfach mal alle Quests an. Ja, okay, das ist das Einzige. Und ich denke, alle, die... Oh, kann er mal aufhören zu labern. Ja. Alle, die Wildstar... Alter, der labert mich hier voll. Alle, die Wildstar kennen... Ich labere jetzt einfach weiter, ist mir egal. Ich weiß nicht, ob ihr mich versteht. Auf ihn. Oh, ich kann mich nicht konzentrieren, wenn er labert. Alter. Okay, wir warten mal ab, Leute. Okay, dankeschön für die schöne Information. Und zwar, wer Wildstar kennt, dem wird instant aufgefallen sein. Man läuft so mega schnell. Das ist bei allen Quest-Klassen so, zumindest bei zwei, also jetzt bei dieser und bei der anderen, die ich getestet habe. Und ich denke, das wird bei den anderen auch so sein. Man hat jetzt auch nicht mehr diese Shift-Funktion, womit man dann für kurze Zeit schneller rennen kann, die sich dann immer wieder aufladen muss und so weiter. Nein, Leute, der ein geiles Mount. Nein, man hat die Funktion, dass man, ohne jetzt irgendwas zu drücken, instant durchgehend so schnell rennen kann. Das finde ich ziemlich nice. Vor allem für Quests und so. Es ist einfach praktisch. Praktischer als, das ist halt bei vielen MMOs so. Und das hat mich bei Wildstar persönlich immer sehr, sehr gestört. Und jetzt ist es einfach so, man kann sogar schneller rennen, als man in vielen MMOs kann. Also Wildstar hat da wirklich einen guten Punkt gesetzt im Schnellrennen. Natürlich ist ein Mount immer noch praktisch, aber man, es wird jetzt nicht mehr so extrem nötig, wie es vorher nötig war, wenn man einfach so extrem langsam war. Und jetzt bockt es einfach, ich finde es einfach ganz nice. Ja, dann zeige ich euch nochmal ein paar andere Neuerungen. Hier ist einfach alles gleich. Ein paar Design-Erneuerungen, aber nichts Großartiges mehr im Spiel. Dann haben wir jetzt hier, ich werde erstmal lieber... wir haben hier neben diesem Symbol, neben der Uhrzeit, ein neues Feature sozusagen. Das nennt sich Madame's Face Fortunes oder Madame Face Fortunes. Das ist im Prinzip Madame Face Glücksrad im Prinzip. Und dort kann man, wenn man sich gewisse Münzen erarbeitet hat im Spiel, oder ich glaube, ich weiß nicht, ob man die mit Echtgeld kaufen kann, früher oder später wird halt ein bisschen Pay to Win, aber nicht so extrem, weil es halt jetzt Free to Play ist. Aber es wird nicht so extrem, Leute. Wenn man jetzt da draufklickt, werde ich es einfach mal machen, dann labert die uns erstmal voll. So. Oh. Ja, okay. Die ist ein bisschen durchgeknallt. Und hier kann man im Prinzip Fortune Coins. Madame Faye warten auf deinen Besuch. Die kann man. Ja. Okay. Die kann man halt hier kaufen für diese Münzen. Und diese Münzen kann man halt mit Echtgeld kaufen. Höchstwahrscheinlich, denke ich mal, kann man auch die irgendwie sich in-game erarbeiten, diese Münzen. Oder die Dropman Dungeons. Und die kann man dann halt einfach in dieser Lotterie hier einlösen. Ich warte jetzt wieder. Okay, und wenn man dann halt Coins hat, muss man einfach diese Kugel auf diesen Dings hier droppen. Lob haben schlechte Neuigkeiten. Großwachsende haben keine magischen Glitzis mehr. Siehst du? Seht ihr besser gesagt. Man muss dann hier Drag and Drop per Drag and Drop. Alter, halt deine Fresse. Also man muss hier halt so Drag and Drop das Ding auf die Dings tun, dann ist halt so wie so ein Glücksrad. Und hier wird dann, sieht man halt hier die Gewinne, die man gewinnen kann. Ja. Viele verschiedene nützliche Sachen. Es wird, denke ich mal, noch mehr dazukommen. Und wenn man halt ein paar Coins hat, kann man die einfach benutzen, indem man das per Drag and Drop draufhält. Wird dann per Zufallsprinzip bestimmt. Was man bekommt. Ich kann mich nicht konzentrieren, wenn die labern. Ich kann mich einfach nicht konzentrieren. Ja, also es wird dann halt per Zufallsprinzip bestimmt. Ist so eine Lotterie, finde ich ganz nice. Hätte man aber auch leichter machen können, zum Beispiel mit Gold oder so. Halt eine Sache, die man leichter bekommt. Gold ist relativ viel, gibt es glaube ich nicht mal mehr Gold. Ja. Ja, dann gibt es hier auf jeden Fall einen neuen Shop. Der ist halt durch das Pay-to-Win, die müssen ja auch ein bisschen an Geld kommen.
Es gibt übrigens auch wegen diesem Free-to-Play-Dings gibt's jetzt auch so einen VIP-Status. Da hat man halt ein paar Vorteile. Ja, die müssen auch irgendwie an Geld kommen. Und ja, neben dabei gibt's hier auch noch diesen Store sozusagen. Und dort kann man ein paar Sachen machen, die man jetzt nicht unbedingt braucht. Und ja, hier seht ihr, become a Signature Player oder Signature Player. Ja, das ist im Prinzip, da hat man halt ein paar Vorteile, aber im Prinzip kann man das komplette Game auch ohne dieses Signaturstatus durchspielen. Ja, dafür muss man dann halt Creed, ja, oder Game Time Card oder irgendwie sowas halt machen. Also die komplette Abonnement-Funktion, also man kann halt im Prinzip, wenn man weiter Wildstar was Gutes tun will, diesen Status kaufen und bezahlt halt weiter sein Abo wie gehabt. Ja, also kann man halt so machen, hat man dann ein paar Vorteile, aber die sind jetzt nicht so gravierend, dass sie den Spieleinfluss komplett ändern. Dann gibt es hier noch so ein paar Pakete. Also gibt es hier halt noch so ein Paket, das enthält so verschiedene Items. Ja, dann gibt es hier noch halt noch so ein paar Kostüme zu kaufen in diesem Shop. Gibt es hier auch Mounts, aber ich denke, es werden noch viele verschiedene Sachen dazukommen. Der sieht jetzt etwas mau aus, noch der Shop. Ja, also es gibt hier wirklich mega viele Sachen, die man hier kaufen kann, aber ich denke, ja, es wird halt noch viel dazukommen. Ja, hier kann man auch diese Münzen nochmal kaufen. Und man kann halt mit Echtgeld dann halt diese Sachen hier kaufen. Also diese PTRN-Coins, die kann man halt nur mit Echtgeld kaufen. Und ihr seht, damit kann man halt im Prinzip alles aus dem Shop kaufen. Man kann diese Sachen aber auch mit diesem PTR-Obinitz kaufen. Das heißt, man muss nicht unbedingt Geld ausgeben. Das finde ich ziemlich gut gemacht. Das heißt, diese bekommt man durch normalen World Loot. Ja, ich glaube, das ist so das neue Gold im Prinzip. Ich glaube, das geht über Gold hinaus. Ich weiß nicht, ich verstehe es jetzt gerade nicht so perfekt. Und die kann man dann halt auch im Ingame Store benutzen. Also da muss man nicht unbedingt Geld ausgeben. Das finde ich ziemlich nice gemacht. Also im Store kann man sich dann zum Beispiel dort ein. Ja, okay, das kann man jetzt nur mit echt Geld kaufen, diese Lotteriemünzen. Aber dann kann man sich zum Beispiel, keine Ahnung, ein schönes Mount aussuchen, wenn es jetzt ein paar mehr geben würde. Und könnte sich dann mit den Coins hier gönnen. Also man muss nicht unbedingt echt Geld ausgeben, aber man kann ja auch diese PTR-Coins mit echt Geld kaufen. Momentan sind diese Coins noch relativ billig, weil es, glaube ich, die Beta ist. Also weil es die Beta ist, sind sie, glaube ich, noch relativ billig. Ich weiß nicht, ob sich das ändern wird. Auf jeden Fall werde ich mir natürlich nichts kaufen, weil es nur die Beta ist und ich mir nicht sicher bin, ob die Accounts später dann erhalten bleiben. Ja, also so viel erstmal zu den Erneuerungen. Sonst gibt es eigentlich gar nicht so viel zu erneuern. Wie gesagt, man kann sich hier auch so eine schnelle Transportation. Man kann sich also hier zu einer bestimmten Sache, zu einer bestimmten Stadt hin teleportieren, einfach easy über den Stadtbildschirm. Ich glaube, das gab es vorher auch noch nicht. Wenn ich jetzt ein bisschen mehr Gold hätte, dann hätte ich mich hier easy peasy hin teleportieren können. Das ist ja lustig. Das habe ich auch noch nicht gesehen. Also das ist auch noch neu, aber sonst ist, denke ich mal, noch alles gleich. Ja, aber trotzdem gravierende Erneuerung. Ja, aber jetzt nicht so extrem, aber schon recht nice Erneuerung, sage ich jetzt einfach mal. Wir können ja jetzt ja erstmal noch mal ganz kurz die Quest hier machen. Ja, ich kenne mich mit Mage jetzt nicht so übertrieben gut aus. Ja, also finde ich ganz nice persönlich. Und ja, man kann jetzt hier auch so weit rauszoomen. Ich finde, da hat man einen perfekten Überblick, vor allem weil er jetzt so schnell läuft. Kann man einfach instant überall hinlaufen, alle Gegner mit sich nehmen. Ich finde es einfach nur nice. Und ich finde, das verändert so ein bisschen das Spielgeschehen von Wildstar. Dieses Movement verändert schon stark das Movement von Wildstar. Und ich freue mich auf jeden Fall auf die weiteren Zeiten mit Wildstar, weil das Game jetzt Free-to-Play ist. Kann ich spielen, wann ich will und muss nicht immer Abo bezahlen. Das heißt, ich werde das Spiel auch privat viel anzocken, mehr als ich so angezockt habe. Ja, natürlich jetzt auch in der Closed Beta, das muss man ausnutzen. Ich weiß nicht, ob die Accounts besättigt werden. Trotzdem habe ich mega viel Glück gehabt, also ich freue mich wirklich mega, dass ich da einen Code bekommen habe. Ihr könnt es höchstwahrscheinlich noch nicht anspielen. Oder sehr wahrscheinlich, ja, eigentlich keine Ahnung, 80% könnt ihr es noch nicht anspielen, aber ihr könnt euch das
schon mal registrieren und mit etwas Glück werdet ihr dann auch angenommen, so wie ich. Ja, ich finde es ziemlich nice, habe jetzt viel drumherum geredet. Es gibt einiges Neues in der Beta. Ist ein bisschen Pay-to-Win, aber nicht so. Also ich will jetzt gar nicht mehr sagen Pay-to-Win. Man kann hier nämlich, glaube ich, gar keine Ausrüstung kaufen, so wie es aussieht. Ich glaube, diese Waffen sind eher so Skins im Prinzip, die man halt dann über seine Waffen legen kann. Aber ich glaube, das sind nicht Waffen, die gut oder schlecht sind. Ja, das ist halt einfach nur so wie Kostüme. Keine Ahnung. Das ist ja jetzt keine gute Rüstung. Also ich würde nicht sagen, dass es Pay-to-Win ist. Ja, Dekoration, sowas ist halt nicht Pay-to-Win. Ja, also ich finde es ganz nice so gemacht. Ist jetzt Free-to-Play, das Game. Für euch leider noch nicht, aber für mich schon. Ich kann es schon anzocken. Ich muss sie auch ein bisschen neidisch machen hier. Ja, also ich finde es mega cool. Ich werde vielleicht so eine kleine Let's Play-Reihe starten und einfach mal das Game ein wenig zeigen. Ja, ich finde es ganz nice. Und mit diesem Char wird's dann weitergehen, wenn ich Bock habe. Ja, dann bis zum nächsten Video. Und privat werde ich dann mit meinem Meuchler weiterzocken. Ja, bis zum nächsten Video. Haut rein und ciao.